Sag mal, wer hat denn den gespendet? Das wird nicht verraten. Das ist Susanne. Da bist du ja endlich. Ich hab dich vermisst. Was ist los? Nichts, gar nichts. Du machst ein Gesicht, als wäre ein Panzer über dein Taxi gerollt. Es würde wenigstens meine Versicherung bezahlen. Im Gegensatz zu dem Flurschaden, den mein Vater gerade angerichtet hat. Was ist passiert? Er hat Nico völlig runtergemacht. Vielleicht nimmt sie es ihm ja nicht allzu übel. Ich aber. Ich finde, es reicht langsam. Genug jetzt. Ich will mich in den letzten Stunden, die uns bleiben, mich nicht über meinen Vater ärgern. Ich werde dich so vermissen. Ich liebe dich. Könnt ihr mal mit dem Getunsch aufhören? Wir haben hier noch eine Menge zu tun. Wir kommen ja schon. Er kann so unsensibel sein. Wem sagst du das? Gut, dann dreh ich mal meine Abschiedsrunde. Bruder Herz, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ist das nicht noch ein bisschen früh? Ich fliege nach New York. Jetzt gleich. Oh. Zu Cornhams. Ich soll deine Auktion vorbereiten und das konnte ich mir leider nicht entgehen lassen. Deine Frau lässt dich also an Weihnachten alleine? Sie kommt ja bald wieder. Lass es dir gut gehen. Dein Geschenk kriegst du per Post. Alles klar. Ich wusste nicht, ob ich dich noch sehe. Hallo, Frau Siebert. Hallo, Frau Brandner. Ich wollte mich noch mal bei Ihnen bedanken, dass Sie Paul nicht vorzeitig von der Klassenfahrt zurückgeschickt haben. Ich hoffe, Paul nimmt mir das nicht mehr übel. Ach nein, er schwärmt von Ihnen und Ihrem Unterricht. Tut er das? Ja. Sarah. Ja, frohe Weihnachten. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Tschüss. So, jetzt zu euch beiden. Tschüss. Mach's gut. Doch. Pass mir auf Susanne auf. Und du? Pass auf dich auf. Und auf das Baby. Ja, mach dir keine Sorgen. Lass dich drücken. Tschüss. Ciao. Kaum lässt man euch mal einen Augenblick alleine, schon legt ihr euch in den Arm. Was erwartest du? Ich trage sein Kind unter dem Herzen. Entschuldigung, das hätte ich fast vergessen. Da will ich natürlich ein Auge zudrücken. Wir müssen los.